Ja, hallo zu meiner neuesten Review. Diesmal stelle ich euch einen Film vor. Ein Geheimtipp, ein Film, den nicht jeder kennen wird. Mehr so Arthouse-Kost von Andrzej Sulawski. Von 1981. Er wird von Jörg Butt gereiht. Er ist der einzig wahre Berlin-Film, betitelt. Der Film spielt in Berlin. Man sieht sehr oft die Mauer. Und die Mauer herrscht auch in den Köpfen der jeweiligen Personen, der Charaktere vor. Und diese Charaktere machen aufgrund dieser inneren Mauer eine ziemlich radikale Veränderung durch, die bis zur Reinheit geht, die von der Selbstzerstörung zur Reinheit führt. Ein sehr metaphorischer Film. Ein Film, den man auf sich wirken lassen muss und der viele, viele Interpretationen offen lässt. Ja, der einfach eine wirre Erzählstruktur benutzt, sehr komplex wirkt und den man einfach auf sich wirken lassen muss. Vor allem aufgrund der Bilder, aufgrund des Endes und der ganzen Sachen, die da passieren. Es gibt wirklich teilweise sehr abgefahrene Sachen zu sehen. Und dabei handelt es sich um Possession. Ja, von Andrzej Sulawski, seine einzige englischsprachige Regiearbeit. Und da steht natürlich der einzig wahre Berlin-Film, wie Jörg Butt gereizt sagt. Besetzt mit Isabella Gianni, ich sag nur die Bartholomäusnacht, Sam Neill, Jurassic Park und Heinz Bennett. Ja. Dies ist die Nummer 6 vom Label Bildstörung. Ein erstklassiges Label, muss ich sagen. Kann man nicht anders sagen, tolles Label. Die haben sich ganz und gar dem etwas anderen Film verschrieben und dieser Film hier ist gar nicht. Er ist gar nicht Mainstream. Er geht weit über das hinaus, was man sich eigentlich vorstellen würde. Ja. Kommen wir jetzt eigentlich mal zur eigentlichen Story. Ja, es geht um das Paar Anna und Mark. Anna, gespielt von Isabella Gianni, und Mark von Sam Neill. Mark kommt von einer langen Geschäftsreise zurück nach Berlin. Da ist seine Ehe schon total hinüber. Ein einziger Ho Scherbenhaufen. Nichts funktioniert mehr. Die beiden keifern sich im Laufe der Handlung immer mehr an. Es wird einfach nur immer feindseliger, immer mehr Beschuldigungen. Und seine Frau Anna hat in seiner Abwesenheit eine Affäre mit einem anderen Mann angefangen, wie sie es nennt. In Wirklichkeit hat sie auch noch eine Affäre mit ihm angefangen, gespielt von Heinz Bennett und jemand anderen. Aber dieser andere kann man nicht als anderen zählen, man kann ihn auch nicht mehr als Menschen zählen. Und er findet einen heimlichen Liebesbrief und er lässt ihn glauben, dass sie den vermeintlichen Rivalen ausfindig gemacht zu haben. Den da. Ja. Der wundert sich aber auch ebenfalls, dass sich Anna ja mittlerweile auch sehr seltsam verhält und mit jemand anderem noch was angefangen hat. Ja, und so gerät das Ganze in Trudel. Ein Detektiv geht der Sache nach, und was er findet, in einer teils leerstehenden Wohnung in der Nähe der Mauer, ist so absurd, so abartig, so obszön, dass man es kaum beschreiben kann. Ab dahin macht der Film eine Kehrtwendung. Man sieht regelrecht, wie diese Figuren in so einer Art, weiß nicht, sie zerstören sich gegenseitig, sie scheinen Doppelgänger zu haben. Die ganze Erzählstruktur ist relativ wirr, aber das kommt dem Ganzen zugute, denn Possession warnt auch von einer gewissen Besessenheit. Und die Besessenheit geht über das hinaus, was dort passiert, über das Körperliche hinaus. Und wo ich den Film das erste Mal gesehen habe, ich bin am Ende stutzig zurückgeblieben. Das Ende war einfach ein absoluter Knaller. Genauso wie einige andere Szenen. Und hier steht schon, it's about a woman, fucking an octopus. Also Anna hat neben der Affäre mit ihm auch noch eine Affäre mit einer absonderlichen Kreatur, was man nicht beschreiben kann. Auf jeden Fall, der Film ist was Unglaubliches, also man muss ihn gesehen haben. Es ist nicht schwer darüber, es ist einfach nicht leicht darüber zu reden.
Und dieser Film zeigt doch diese innere Mauer in den Köpfen. Ja, auf jeden Fall großartiger, grenzüberschreitender Film. Man kann ihn nicht einordnen. Ist es nur ein Drama, also ein Liebesdrama? Ist es mehr so ein Psychodrama? Ist es mehr ein Horrorfilm? Von jedem steckt etwas drin. Er ist grotesk. Er hat auch seine absurden Momente. Einfach ein abgefahrener Film. Die Edition hier von Bildstörung ist genauso abgefahren. Die DVD entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Regisseur, der Produzentin Marie-Laure Rere und dem Filmjournalisten Daniel Bird. Das ist überhaupt die erste DVD-Veröffentlichung hier in Deutschland von dem Film. Allerdings natürlich ohne deutschen Ton. Dafür mit Englisch, Dolby Digital 2.0, monoton halt, ja. Extras sind auch erste Klasse. Ein Audiokommentar, dann eine ausführliche Interviewdokumentation, die andere Seite der Mauer, eine Bildergalerie, ein 48-seitiges Booklet und Trailer. Ja. Ich muss sagen, der Film ist ein absoluter Geheimtipp. Bildstörung, das ist jetzt erstmal die letzte Veröffentlichung gewesen. Wer weiß, was da noch so kommen mag. Aber bislang hat mich dieses Label immer überrascht. Der Film selber ist ab 16 freigegeben. Hier sieht man natürlich die Hülle. Das ist wie so ein Papier drüber, das kann man abziehen. Darunter ist nochmal also das gleiche Artwork, nur ohne den Flatschen. Ja. Dann kommen wir mal zur Scheibe. Das ist die Rückseite vom Keep Case. Muss ich sagen, das Artwork ist erste Sahne. Sieht geil aus. Und da ist das Innere. Da haben wir die Disc Possession. Das ist natürlich, kann man auch als Wendecover nehmen. Und hier ist das sehr ausführliche Essay, also Booklet, mit ja, sehr vielen Erläuterungen. Dort wird der Film auch in unterschiedlichster Art und Weise interpretiert. Da nochmal erstklassig gemacht. Wirklich geniale Aufmachung für so einen derartigen Film. Und wirklich hier, das Booklet erst dann. Also es gibt Anekdoten von Jörg Butgereit, Texte von Markus Stielegger, von Daniel Bird und vom Regisseur selber, André Sulawski. Und dort wird auch sehr nochmal aus dem Film eingegangen. Was er nun ist, wie er nun wirkt, was überhaupt die einzelnen Wege sind. Erstklassig, muss ich sagen. Wirklich da. Also sehr umfangreich wird hier auf den Film eingegangen. Ja, und da ist der Regisseur, André Sulawski. Also ich muss sagen, das ist keine leichte Kost. Auf diesen Film muss man sich einlassen, vor allem da er nur auf Englisch ist mit deutschen Untertiteln. Aber ich muss sagen, wenn man diesen Film gesehen hat, dann ist es schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall, Possession ist ein etwas eigenartiger Film, ein etwas andersartiger Film. Ein Film, der vieles verbindet, der aber auch generische Schockkost bietet. Also, auch wenn er ab 16 ist, er bietet einige wirklich krasse Schockmomente. Auch einiges an Blut. Carlo Rambaldi ist für die Creature FX verantwortlich. Der hat ja auch E.T. geschaffen. Also ich muss sagen, absoluter Geheimtipp. Possession. Ein brillanter Film über den Menschen selbst, die Mauer in seinem Kopf und über dessen, dass er sich selbst zerstört. Muss man einfach gesehen haben. Es gibt hier unterschiedliche Interpretationen, wie man den Film auffassen kann. Viele werden ihn vielleicht blöd finden, andere wiederum werden ihn genial finden. Ich finde ihn genial. Und diese Veröffentlichung hier ist eine absolut erste Sahne, absolutes Sammlerstück. Ja. Und mit dieser Besessenheit über diesen Film namens Possession endet auch meine neueste Review. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal, euer Lord.